Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr schon ein kleines Paketchen und vielleicht erkennt ihr schon, was es ist. Wir durften nämlich etwas für euch testen und zwar die ACME Indoor-Kamera. Das ist das Modell IP1103 und ja, Kameras. Wer hat sie von euch zu Hause? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Als wir nur Fanny hatten, hat uns das Thema Kamera eigentlich gar nicht interessiert, weil Fanny sehr entspannt zu Hause ist. Die pennt eigentlich die ganze Zeit auf dem Sofa. Als Loki eingezogen ist, sah das Ganze natürlich schon anders aus. Vor allen Dingen, nachdem die ersten Dinge zu Bruch gegangen sind, haben wir uns mit dem Thema Indoor-Kamera, Überwachungskamera für den Hund ja, sehr interessiert und haben auch das ein oder andere ausprobiert. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir diese Kamera jetzt mit euch testen durften. Ihr seht, Fanny geht schon wieder weg, weil sie es nicht interessiert. Nein, die ist müde. Wir waren nämlich gerade draußen im Wald und dementsprechend ist sie platt. Genau. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon die ein oder andere Kamera getestet und ich kann euch dazu dann einmal erklären, warum ich diese Kamera so toll finde. Und zwar haben wir ganz am Anfang eine Kamera gehabt, die eigentlich ja, so eine Smart-Home-Kamera war, die einfach, wenn irgendwas ist, man einfach mal mit der Kamera gucken kann, was da los ist. Das Problem ist, die Qualität war so mittelmäßig, muss ich sagen. Gerade im Dunkeln war die Qualität sehr schlecht. Man konnte kaum was erkennen. Und vor allen Dingen, was wir dann durch Loki gelernt haben, ist, dass es wichtig ist, dass man ein Mikrofon und Lautsprecher hat. Denn es ist nicht sehr schön, wenn man sieht, wie der Hund an der Türzarge kault, aber man überhaupt nichts machen kann, weil man ja nicht da ist. Und das ist der Vorteil zum Beispiel an dieser Kamera hier. Die hat nämlich ein Zwei-Wege-Kommunikationssystem eingebaut. Das heißt, man kann nicht nur hören, was in der Wohnung passiert, sondern man kann auch kommunizieren. Das heißt, ich kann den Hund quasi über die Kamera versuchen zu korrigieren, was bei Loki tatsächlich sehr gut funktioniert. Wir haben momentan das Problem, wenn wir nach Hause kommen, bellt er. Und wenn wir die Kamera dabei haben und natürlich schon rechtzeitig sehen, bevor er uns sieht, dass er anfängt zu bellen, dann können wir einmal schlusslich die Kamera rufen und tatsächlich ist er dann ruhig. Das funktioniert sehr gut, deswegen kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch eine Kamera zulegen wollt, um euren Hund ein bisschen im Auge zu behalten, nehmt auf jeden Fall so eine Kamera, wo ihr eine Zwei-Wege-Kommunikation drin habt, dass wenn irgendwas ist, dass ihr auch eingreifen könnt. Weil wir standen da, haben dem Hund quasi zugeguckt, wie er unsere Wohnung zerlegt und konnten einfach nichts machen. Wir waren auf der Arbeit, wir konnten nicht schnell genug zurück. Meine Eltern waren in dem Moment auch nicht da, dass sie hätten runtergehen können und ja, als sie nach Hause kamen, wussten wir allerdings schon, was auf uns wartet. Dementsprechend wirklich wichtig, Zwei-Wege-Kommunikationssystem. Der Vorteil hier an der Kamera, das ist halt auch eine Kamera, die man sehr gut mit dem Smartphone bedienen kann oder mit dem Tablet. Die hat eine Wi-Fi-Verbindung, das heißt, es ist problemlos mit dem Handy kompatibel und man kann es super einfach wirklich verbinden. Das ist das Wort. Und vor allen Dingen hat die Kamera HD-Qualität und ein scharfes Bild von der Nacht, also im Nachtmodus. Das ist sehr gut. Man kann auch durch die App Live-Videos machen. Es ist ein Micro-SD-Slot drin, das heißt, man kann auch Aufzeichnungen machen. Und das Coole dabei ist, man hat auch einen Bewegungsmelder drin. Das heißt, man kann die Kamera nicht nur nutzen, um den Hund zu überwachen, sondern zum Beispiel, wenn man einen Bereich hat, wo der Hund nicht drauf darf, zum Beispiel auf das Bett, kann man das auch einmal testen, indem man die Kamera aufs Bett richtet und wenn der Hund dann aufs Bett springt, geht der Bewegungsmelder an und man bekommt direkt eine Nachricht aufs Handy und kann dann sehen, dass der Hund auf dem Bett ist, kann mit dem Zwei-Wege-Kommunikationssignal Weg quasi versuchen, den Hund dann durch die Kamera quasi wieder runterzubekommen. Ist sehr interessant. Unsere Hunde gehen definitiv nicht aufs Bett, wenn wir nicht da sind. Dementsprechend ja, brauchen wir das nicht. Aber was natürlich auch ganz cool ist, ihr könnt die Kamera nicht nur nutzen, um euren Hund zu überwachen, sondern auch um eure Wohnung zu überwachen. Das heißt, wenn Einbrecher einbrechen und ihr und euer Hund zum Beispiel auf dem Spaziergang seid, bekommt ihr einen Bewegungsalarm aufs Handy und könnt direkt gucken, wer da ist. Ihr könnt dann halt, wie gesagt, auch Live-Videos machen. Ihr könnt das Video aufnehmen. Das klappt wunderbar. Ihr müsst euch für die Kamera eine App runterladen. Und das funktioniert ganz problemlos durch den Play Store oder durch den Apple Store. Und ich habe da auch zum Beispiel schon die ein oder andere ja, Sache mit drauf. Also zum Beispiel mein Wasserkocher läuft auch darüber. Das heißt, ich kann vom Sofa aus Wasser kochen oder Tee kochen. Und
Ja, es funktioniert sehr einfach, auch wenn ihr den Stecker mal zieht und die Kamera umstellt, der verbindet sich sehr, sehr schnell wieder und ihr braucht da keine Angst haben, dass es ewig dauert und ihr könnt im Prinzip gleich loslegen und es funktioniert super.